Freund, was ist ein guter Freund? Ich würde schon sagen, dass ich ein guter Freund bin. Also, wenn Günthi irgendwie mich drüben fragt, ob er was haben kann, wie ich meine Karre oder einen Gartenschlauch oder irgendwas anderes oder ein Video ausleihen, dann bin ich immer da. Ja, aber gut, ob man nun ein guter Freund ist, gerade in Zeiten wie solchen jetzt hier, bemühe mich drum. Ich würde mal sagen, bemühe mich drum. Zuerst kriegt man natürlich immer, ja, was ist mit einem selbst, was ist mit der Familie und so weiter, aber man muss auch an die anderen denken, finde ich. Und insofern würde ich sagen, ja, ich bemühe mich drum und wenn das alle so tun würden, dann wäre es ein bisschen einfacher. Ja. So, geht's los? Bin ich im Bild? Hat mich die Tamara? Ich bin so aufgeregt. Auf diesen Moment habe ich mein ganzes Leben lang hingearbeitet. So, ich möchte mich Tutz vorstellen und ich sage bewusst Tutz, denn ich kann Ta sprechen. Ich benutze statt Ta einen anderen Buchstaben als dem Beat. Alphabet, Brigitte. Verstehe, Alphabet, aus dem Alphabet. So, mein Name ist Brigitte und ich bin ein Tuscheltier. Und damit komme ich gleich zur ersten Frage, ob ich mich für einen guten Freund halte. Ja, 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 denn das Freundsein ist dem Wesen des Tuscheltieres immanent. Immanent. Immanent, sag ich doch, immanent. Deshalb fordere ich hiermit mehr Tuscheltiere für die gesamte Weltbevölkerung. Denn mehr Tuscheltiere sind mehr Freunde. Natürlich personenbezogene Tuscheltiere. Denn das Bonding ist sehr wichtig, besonders in den ersten Monaten. So, das war mein erster Auftritt. Ich komme bald wieder. Danke, Brigitte, das hast du ganz toll gemacht. Ja, also, ich halte mich nicht für einen guten Freund. Ich bin ein guter Freund. Wie heißt es doch im Lied? Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Und dann gab es da diesen Sänger in der DDR, Frank Schübel, und der hat gesungen, Freunde gibt es überall auf der ganzen Welt. Und das ist auch meine Devise, weil wir sind hier im Panikorchester eine große Familie. Wir sind ein Clan, wo einer zum anderen hält und da kann man sich nicht leisten, aus der Reihe zu tanzen. Und gibt es dann irgendwelchen Zwist, dann wird es geregelt im Gespräch. Dann wird nicht gekämpft, wir sind alle Pazifisten, sondern wir regeln das im Gespräch, im Miteinander und dann löst sich das alles auf in Luft, bis die Nachtigallen wieder von den Bäumen fallen. Sie sind gekommen. Sie sind wirklich, tatsächlich. Sind Sie gekommen? Ja, 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 ja. Bleiben Sie. Ja, ich werde Ihre Fragen beantworten. Ich werde Ihre Fragen beantworten. Eine gute Freundin, das fragen Sie mich. Sie fragen die Falsche. Ist Ihnen klar, Sie fragen die Falsche? Würden Sie einen Schokokuchen fragen, ob er schmeckt? Natürlich nicht. Sie würden ihn nicht fragen, aber Sie fragen mich. Mich fragen Sie, ob ich eine gute Freundin bin. Wir müssen leise sprechen. Ich frage mich eine Melodie. Wer weiß, ob sie gut ist? Eine Melodie, die in meinen Ohren süß klingt und die für Sie ohrenbetäubend, schmerzhaft erregend ist. Fragen Sie diese Melodie, ob sie gut ist? Bin ich eine gute Freundin? Fragen Sie meine Freunde, ja, fragen Sie meine Freunde. Sie werden sagen, ja, ja, sie ist mutig, sie ist tapfer, sie ist ehrlich, sie ist neugierig. Man kann sich auf sie verlassen, ja, fragen Sie meine Feinde. Und die werden sagen, sie ist egoistisch, sie ist arrogant, sie ist eitel, sie ist stolz, sie ist hart, sie ist verschlossen. Und beide haben recht, vielleicht haben beide recht. Ich bin freundlich, ich bin hilfsbereit, ich bin umsichtig. Also
Wenn ich ein Freund wäre, dann wäre ich ein sehr guter Freund.